Ich darf euch begrüßen in Tschechien und ich bin in Karlsbad, ein kleines historisches Städtchen, das man sich unbedingt mal anschauen möchte, sollte, wenn man hier in Tschechien ist. Es geht aber nicht um dieses Städtchen, sondern es geht um ein neues Auto mit einem altbekannten Namen. Und dazu jetzt mal ein paar Informationen zu dieser Marke Skoda. Gegründet wurde das Unternehmen 1895, 1905 kam das erste Auto und so um das Jahr 1930 kam dann auch der Name Superb bei Skoda an, denn das erste Auto hieß Superb. Hier steht die neueste Ausgabe und die sieht natürlich ein bisschen anders aus als das Auto von damals. Auch ein bisschen anders als sein Vorgänger. Er hat ein bisschen zugelegt in den Außenmaßen. Das Auto ist jetzt so 4,92 Meter lang, also fast 5 Meter. Er ist, wenn man hier an die Außenseite des Spiegels geht, bis rüber zur anderen Seite 2,09 Meter breit. Das ist natürlich wichtig, weil 2,10 Meter darf man maximal haben, wenn man auf der Autobahn in der Baustelle überholen will. Also mit dem Auto ist das möglich. Also schauen wir uns mal die Front an, das Gesicht. Es gibt eine bullige Schnauze. Typisch für diesen Skoda ist auch dieser Grill mit diesen vertikalen Streben. Die sehen ganz schick aus, findet man aber auch nur bei Skoda und das setzt sich auch nochmal im Innenraum fort. Dazu gleich ein bisschen mehr. Es gibt hier ganz modernes Licht. LED-Matrix ist möglich, die zweite Generation. LED-Licht ist eigentlich Standard. Ich würde mir eine Matrix-LED immer dazu bestellen. Dann gibt es hier unten einen Lufteinlass. Das sieht alles sehr sportlich aus. Man braucht ja ein bisschen Kühlung für diesen Motor. Das hier ist übrigens ein Dieselmotor. So, und jetzt schauen wir mal auf die Seite. Da gibt es 19 Zoll Räder auf diesem Auto hier. Kurze Überhänge, das wirkt dann immer sehr sportlich. Und was auffällt, und darum geht es ja bei der Vorstellung, es ist die Limousine des Superb. Den Kombi hatte ich ja schon vor einigen Wochen mal vorgestellt. Da war der noch ein bisschen getarnt. Der sieht auch totschick aus. Mir gefällt das Auto so richtig gut, aber die meisten Deutschen unterscheiden sich immer beim Kauf eines Autos für einen Kombi oder vielleicht für einen Sportback, wenn es ein Audi ist, weil man da ein bisschen mehr reinladen kann. Schick ist das Auto auf alle Fälle und in anderen Märkten kommt das Auto wirklich gut an. So, jetzt schauen wir mal nach hinten. Also es gibt hier dieses abfallende Dach und dann hat man hier einen recht großen Kofferraum. 645 Liter sind so möglich. Und wenn man die Rückenlehnen umklappt, dann sind das 1195, eine ganze Menge für ein solches Auto. Das reicht dann auch für 2 oder 3 Wochen Urlaub. So, jetzt machen wir das wieder zu. Die vierte Generation des Skoda Superb ist der Bruder des VW Passat. VW baut keine Passat-Limousine mehr. Skoda bietet einen Superb so an. Diese Limousine ist schon eine Augenweide und ist besonders in der Türkei beliebt. Auch in anderen Märkten kommt das Auto gut an. Die Front mit den schmalen Scheinwerfern ist besonders gelungen. Offen gestanden, er ist ein Hingucker und ein echter Skoda. Also wenn man hier Platz nimmt, dann wird sofort klar, die Leute von Skoda haben sich eine ganze Menge einfallen lassen. Hier ist eigentlich alles neu. Hier ist eigentlich alles besser. Es hat einen sehr hohen Qualitätsstandard, was die Materialien angeht. Das Design gefällt mir persönlich auch sehr gut. Ist auch ein bisschen anders als bei den Autos, die man sonst aus dem Konzern kennt. Was auffällt, ist hier dieses hier, diese vertikalen Streben, die man auch im Kühlergrill findet, die gibt es hier auch nochmal. Das sieht natürlich außergewöhnlich aus und ist sehr schick. Auffallend ist dieser 13 Zoll große Monitor, den kann man per Sprache oder per Touch bedienen. Das funktioniert richtig gut. Die älteren Systeme waren da nicht so perfekt. Das ist jetzt hier die neueste Generation und das geht auch richtig gut. Dann habe ich hier vor mir einen virtuellen Tacho, einen virtuellen Drehzahlmesser, also ein virtuelles Cockpit. Das kann man in der Ansicht dann verändern. Und das ist aber eigentlich eine alte Geschichte. Das machen ja mittlerweile viele Automobilhersteller. Man muss auch dazu sagen, dass dieses Auto natürlich entwickelt wurde aus dem modularen Querbaukasten von Volkswagen. Das macht es ein bisschen preiswerter, das macht es ein bisschen einfacher, aber man kann trotzdem als Hersteller sehr individuell sein Auto gestalten. Ein Wort zu den Sitzen. Die sind auch neu gestaltet. Es gibt neue Materialien. Es gibt sehr viele Ablagen hier. Und eines hat mir auch gut gefallen. Hier gibt es so ein Drückdrehrad. Da kann man verschiedene Funktionen drauflegen, so wie man sich das vorstellt. Im Moment ist das hier die Möglichkeit, man hat hier das Farbprofil, die Lautstärke oder das Luftvolumen, das ich verstellen kann. Das finde ich ganz gut. Das Lenkrad, sehr griffig, kann man auch in der Höhe verstellen, logischerweise. Hier sind nicht viel
viele Knöpfe angebracht. Und ich muss sagen, das ist sehr überschaubar. Es sind keine digitalen Knöpfe, Gott sei Dank. Ich habe es schon oft gesagt, wenn man da so drüber rutscht, dann schaltet sich vieles ein oder aus. Hier sieht das ganz anders aus. Es gibt hier so Drehknöpfe für die Lautstärke beispielsweise. Also das ist wirklich gelungen. Und ich muss sagen, der Innenraum ist neu, aber absolut top. Übrigens, die drei Vorgängergenerationen wurden seit 2001 über 1,5 Millionen Mal verkauft. So, nach einigen Kilometern in dem neuen Skoda Superb muss ich sagen, es ist unglaublich leise hier drin. Ich denke mal, da hat man sehr viel Dämmmaterial verwendet. Obwohl es hier einen 2 Liter Dieselmotor gibt, die sind eigentlich immer ein bisschen lauter, ein bisschen rauer, ist es hier sehr leise. Das ist sehr komfortabel. Wie sieht es denn aus mit der E-Mobilität bei Skoda? Also bei Skoda sieht man erstmal den Kunden und der Kunde entscheidet. Und das heißt, wir stellen den Kunden in das Zentrum unseres Portfolios. Und sie können von einem sehr effizienten Verbrenner bis zu einem sehr begehrten Enyaq, unser heutiges batterieelektrisches Fahrzeug, entscheiden. Der Enyaq ist ein Bestseller bei uns im Konzern. Da sind wir sehr stolz drauf. Und wir legen jetzt nach. Im Herbst kommt der Elroq. Das ist ein kompakterer SUV mit der neuen Designsprache Modern Solid. Freuen wir uns sehr darauf. Nächstes Jahr legen wir nach mit dem Epiq. Das ist dann der kleinste, der Einsteiger in die batterieelektrische Zukunft. Aber wir lassen auch nicht locker auf der Verbrennerseite. Und bei den Plug-in-Hybriden bin ich eben dazwischen als Kunde auch gut aufgehoben. Gut aufgehoben ist man auch hier. Die Wohlfühlatmosphäre ist schon beeindruckend. Die Sitze kühlen, massieren oder wärmen. Alles wirkt edel und sehr durchdacht. Sehr professionell sind die Tschechen in Sachen Design, Materialauswahl und Verarbeitung. Fast Oberklasse-Niveau. Auch hinten ist alles vom Feinsten. Der Platz für die Mitfahrer bei einer Limousine ist ganz wichtig und die Kopffreiheit spielt da auch eine große Rolle. Hier sind das ungefähr so zwei Hände. Das heißt also 1,85 Meter, 1,90 Meter lange Menschen können hier, glaube ich, auch noch gut Platz nehmen. Dann habe ich hier den Sitz vorne eingestellt auf mich. Das ist 1,77 Meter bin ich lang und ich habe noch reichlich Platz für meine Knie. Die Oberschenkel liegen hier auf. Also eine bequeme Langstreckenreise hier hinten ist absolut möglich. Es gibt eine ganze Reihe von Motoren zur Auswahl. Drei Benziner. Leistung gibt es da von 150 bis 265 PS, also nicht gerade wenig. Dann gibt es noch zwei Diesel. Einer ist hier drin, das ist der kleinere. Also es gibt einen 2 Liter Vierzylinder Motor hier drin und der leistet 150 PS, 360 Newtonmeter stehen an. Und dann gibt es auch noch einen weiteren Dieselmotor, auch 2 Liter Hubraum Vierzylinder, der hat dann 193 PS. Und für dieses Auto mit der hohen Leistung kann man dann auch einen Allradantrieb dazu bestellen. Eines sollte man wissen, diese Motoren aus dem VW-Konzern sind sehr sauber und die besitzen das sogenannte Twin-Dosing-System, also die zweifache Abgasreinigung. Und somit sind die neuen Dieselmotoren wirklich sehr sauber und umweltfreundlich unterwegs. In Sachen Motoren gibt es dann noch zwei neue Aggregate. Es gibt einen Mild Hybrid, da hat das Auto ein 48 Volt Bordnetz. Es gibt so einen Riemenstarter, also einen großen Anlasser und der ist dann auch in der Lage, das Auto beim Anfahren auch noch ein bisschen anzuschieben und so bis zu einem Kilometer, bedingt durch die größere Batterie, kann man dann auch elektrisch über diesen Anlasser fahren. Interessant für viele ist vielleicht ein Plug-in-Hybrid. Der wird auch kommen und der hat dann einen großen Vorteil. Man kann bis zu 120 Kilometer dann rein elektrisch fahren. Also man fährt emissionsfrei für 120 Kilometer. Das reicht für die meisten, wenn man sich im urbanen Bereich bewegt. Also das ist schon eine interessante Lösung, wenn man nicht unbedingt ein voll elektrisches Auto fahren möchte. Das neue Fahrwerk lässt keine Wünsche offen. Das Auto wankt weniger durch neue Stoßdämpfer, wippt nicht mehr nach auf Bodenwellen und man kann Fahrmodi von sportlich bis hin zu sehr komfortabel anwählen. Hier hatte ich echt ein sehr sicheres und gutes Gefühl. Natürlich sind fast alle Fahrerassistenzsysteme auch an Bord, genauso wie nun auch ein Head-Up-Display. So, wie immer zum Schluss meine Meinung zu einem neuen Auto. In diesem Fall ist es ja der Skoda Superb.
Ein Auto, das sich gewaltig von seinem Vorgänger unterscheidet. Er hat ein hübsches Design, ist ein modernes Auto, hat moderne, sparsame und umweltfreundliche Motoren. Und das Basisauto als Benziner kostet 38.480 Euro. Wenn man einen Diesel haben möchte, dann muss man für den Basisdiesel 42.580 Euro hinlegen. Mir hat er gefallen, euch vielleicht auch. Und das war's. Bis dann. Tschüss.